Schauen wir jetzt nach Deutschland, denn heute Nachmittag wollen CSU und Freie Wähler also im Bayerischen Landtag ihren neuen Koalitionsvertrag unterzeichnen. CSU-Chef Markus Söder hat sich intern schon geäußert, hat gesagt, ja, es gab auch Dissonanzen mit den Freien Wählern, aber man habe sich geeinigt. Und wir hören, die Freien Wähler bekommen ein viertes Ministerium, nämlich das Digitalministerium. Und dazu äußert sich jetzt gerade Markus Söder. Hören wir rein in München. Die Bayern-Koalition steht. Geräuschlos, effektiv und schnell sind innerhalb von 2 Wochen seit dem ersten Tag der Gespräche ein Koalitionsvertrag zusammengezimmert worden, der sich sehen lassen kann. Es ist ein Qualitätsmerkmal allein, dass wir in so kürzester Zeit und in der Tat so geräuschlos wie kaum irgendeine Regierung in Deutschland eine Regierungsbildung vorangebracht haben. Deswegen danke auch an meine eigenen Leute, aber besonders auch an die Freien Wähler für das gute Miteinander. Wir haben Stabilität versprochen, die werden wir gewährleisten. Ich habe eine bürgerliche Staatsregierung versprochen, das können wir gewährleisten. Und all die Versprechen, die im Wahlkampf gemacht wurden, werden jetzt 1:1 umgesetzt in einem Koalitionsvertrag. Deswegen glaube ich, kann man sagen, dass dieser Koalitionsvertrag inhaltlich, am Ende dann auch strukturell, ein echt gutes Kursbuch ist. Da ist alles drin, was Bayern für die nächsten Jahre braucht. Entscheidend ist, wir werden damit Bayern gut durch die Krisen führen. Wir setzen ein Signal für Kontinuität, wir führen Versprochenes und Umgesetztes fort und wir haben eine Reihe von neuen Impulsen für Bayern 2030 drin. Insgesamt sind auf den 85 Seiten nicht nur Bestätigung vorhandener Konzepte, sondern über 70 neue Projekte, die auf den Weg gebracht werden. Sie bekommen dann die einzelnen Details noch da. Wir machen dabei anders als in Berlin, nicht etwa, dass wir das Land auf den Kopf stellen, sondern die Richtung stimmt in Bayern. Bayern liegt vorne, das soll auch so bleiben und wir werden Bayern weiterentwickeln. Der Titel des Koalitionsvertrages prägt auch die Grundidee. Freiheit und Stabilität für ein modernes, für ein weltoffenes und genauso heimatverbundenes Bayern. Mein herzlicher Dankeschön an den Fraktionsvorsitzenden, das gesamte Team, die mitgeholfen haben, sowohl die Fraktionssprecher als auch ganz besonders aus der Staatskanzlei Florian Herrmann und Albert Fürcker, die da mitgewirkt haben. Die Präambel empfehle ich dringend zu lesen, denn die beschreibt im Grunde genommen, ist der Violinschlüssel dessen, worum es uns geht. Ein ganz großer, wichtiger Ansatz, Demokratie zu schützen gegen die Feinde von innen und außen. Das bayerische Lebensgefühl, anders als wir das aus den Ampelideen kennen, für Tradition, Fortschritt und Freiheit zu verwirklichen. Wir wollen einen schlankeren, deutlich schlankeren und digitaleren Staat für den Bürger haben, der gleichzeitig gegenüber Gefahren sicher und stärker wird. Und wir haben den großen Auftrag, den wir sehen, die Gesellschaft zusammenführen und nicht zu spalten. Inhaltlich nur einige Punkte. Im Mittelpunkt steht der Mensch. Der Staat ist für die Bürger da, nicht der Bürger für den Staat. Wir bekennen uns, das ist auch der erste wichtige Punkt, zum Familienland Bayern. Wir geben Familiengarantien ab für das Familiengeld, für neue Kita-Plätze, Betreuungsplätze 180.000, mehr Personal, Studienplätze 200 für hochwertiges pädagogisches Personal in den Kitas. Wir bekennen uns zum Thema Inklusion sehr, sehr stark. Das ist der christlich-soziale Teil, insbesondere mit der schrittweisen Einführung des Gehörlosengeldes, weitere Entwicklung der Barrierefreiheit, der Entwicklung von über 8.000 Pflegeplätzen und auch einen Queer-Aktionsplan, der versprochen wurde und auch umgesetzt wird. Wir setzen große Signale in der Bildung. Nicht 8.000, sondern 9.000 Stellen sind es. An der Stelle nur ein Nebensatz. Ich danke Herrn Piazzolo sehr für die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre. Er hat es gut gemacht, fand ich. Und wollte ihm das an dieser Stelle, werde es auch noch persönlich machen, auch ausdrücklich sagen. Am Ende sind es 9.000 Stellen insgesamt für die Schule, davon 3.000, die im Bereich Verwaltung, Verwaltungskräfte, Entlastung, Assistenzkräfte, aber auch Schulpsychologie dabei sind. Ab den 5. Klassen beginnen wir schrittweise mit der Einführung Tablets für alle. Wir werden eine Verfassungsviertelstunde pro Woche einführen. Das war eine Idee, die von außen uns herangetragen wurde. In jeder Woche eine Viertelstunde im Unterricht darüber zu reden. Mit einer Idee aus der Verfassung, Grundgesetz oder Bayerische Verfassung, der praktischen Anwendung von Demokratie. Jede Woche ist uns wichtig, dass das Thema Demokratie und Verfassung in den Schulen diskutiert wird. Wir werden den Sport verstärken in den Schulen, mit einer Sportstunde mehr, mit mehr Schwimmunterricht, mit Schwimmbadförderung. Ganz wichtig ist uns als zweites der schlanke Staat. Das ist ein Prozess, den wir angehen wollen. Wir werden erdrückt und erstickt von Bürokratie. Bayern will da einen neuen Weg gehen. Wir haben gesehen, was im Bundestag und im Europaparlament für eine Unmenge von Gesetzen beschlossen werden. Wir gehen den gegenteiligen Weg. Wir legen bei Gesetzen den Rückwärtsgang ein.
Das heißt, es gibt eine Paragraphenbremse, die verdoppelt wird. Wenn ein neues Gesetz kommt, müssen zwei alte weg. Wir machen ein Moratorium bei Verwaltungsvorschriften. Und wir werden, was für uns ganz wichtig ist, im Ehrenamtsbereich eine gesetzliche Öffnung auf den Weg bringen, um ehrenamtliche Veranstaltungen zu erleichtern, wie nur irgendwie geht, Anzeige- und Vorschriftepflichten wegzumachen. Wir erhöhen die Digitalisierungsgeschwindigkeit bei den Kommunen. Wir entwickeln die Hightech-Agenda weiter. Wir werden Kernfusion forschen, ein Mondkontrollzentrum in Bayern anstreben für den Bereich Luft- und Raumfahrt und in jedem Landkreis ein Technologietransferzentrum auf den Weg bringen. Wir freuen uns sehr, dass es ein gemeinsames Bekenntnis gibt zu den gemeinsamen Klimazielen. Da gab es ja zwischenzeitlich mal so gewisse Diskussionen. Es bleibt es, erneuerbare Energien werden bis 2030 verdoppelt in all den Bereichen von Wind in 1000 Windrädern über Photovoltaik, Wasser, was ganz wichtig ist neu. Für Geothermie wird ein Schwerpunkt neu gesetzt, wo der Staat ein Konzept entwickelt, Kündigkeitsrisiken abzusichern, damit auch da mehr Möglichkeiten bestehen. Und wir prüfen und sind da schon sehr weit, die Übernahme sogar von eigenen Gasleitungen in staatlicher Hand und die Umrüstung von Gas auch auf Wasserstoffnetze. Und natürlich, unser Bekenntnis zur Landwirtschaft ist da. Ich werde es kurz dann noch nachher erwähnen. Zukunftsvertrag, Waldvertrag, Waldpakt, alles bleibt. Und last not least, lieber Klaus, was uns wichtig ist, größtmögliche Freiheit für den Einzelnen, Schutz für den Staat, 2000 neue Polizeibeamte, einschließlich der Grenzpolizei. Und wir werden als Pionier die Chip-Karte für den Bereich Integration der Sachleistung einführen, verpflichtende Sprachkurse und mehr gemeinnützige Arbeit. Noch viel mehr in den 85 Seiten drin, aber das sind wirklich viele Dinge drin, die Bayern gut tun und die von den Menschen auch gefragt und gebraucht werden. Insofern haben wir unsere, in einer guten Zusammenarbeit mit den Freien Wählern, das muss man sagen, haben wir die Grundstrukturen gehalten. Da gab es ein großes Maß an Übereinstimmung. Deswegen bin ich da sehr zufrieden und danke dafür. Schwieriger ist natürlich immer die Strukturfrage der Verteilung der Ministerien, das ist klar. Das war eine intensive Diskussion am gestrigen Tag, mehrere Stunden lang, die ausschließlich der Fraktionsvorsitzende und der Ministerpräsident, auf der anderen Seite der Parteivorsitzende der Freien Wähler und der Fraktionsvorsitzende geführt haben. Da wird, das kann man sagen, alles einmal durchgekaut und da gibt es unzählige Forderungen. All Ihre Spekulationen, Herr Frasch hat es ja schön geschrieben, ich spekuliere mal, es kann aber auch sein, dass es anders ist, alles zulässig, jede Spekulation ist, kann immer mit einer guten Idee hinterlegt werden. Am Ende war für uns Folgendes wichtig. Auch ich habe Versprechen abgegeben, die wollte ich einhalten, aber gleichzeitig muss ein Ergebnis auch gewürdigt werden. Das Ergebnis muss am Ende nach mathematischen Gesichtsprozessen Prozenten geführt werden. Wer hat wie viel? Fakt ist, nach dem Wahlergebnis, und das respektieren wir, das ist demokratischer Brauch, das tun wir, und wir wollen ein faires Miteinander, war klar, dass mehr Kabinettsposten nicht sich aus dem Wahlergebnis ergeben. Es bleibt insgesamt bei 5. Ich habe das so zugesagt, dabei konnten wir uns auch gemeinsam vereinbaren, da bin ich dankbar. Anders ist es bei der Zahl der Ministerien, dort kann man mathematisch gesehen das vierte Ministerium begründen. Oder man kann den anderen Weg gehen, sozusagen Ministerien aufschneiden, verteilen, Zuschläge machen. Gab es ja relativ viel, was diskutiert wird. Wir haben für uns ganz bewusst entschieden, dass dieser Weg der falsche ist. Erstens mal, weil dann jahrelang die Arbeit blockiert ist durch das Hin und Her und rauf und runter, jedenfalls im großen Stil. Es gibt immer kleine Veränderungen. Wir haben uns dann entschieden, es ist dann besser und schlauer und auch für die Arbeit effektiver, wenn wir dann den anderen Weg gehen. Und deswegen haben wir dann zugestanden, dass die Freien Wähler ein zusätzliches Ministerium bekommen, dafür einen Staatssekretär abgeben, damit die Gesamtzahl erhalten bleibt, und die CSU ein Ministerium weniger hat, aber dafür einen Staatssekretär mehr hat. Das Ministerium, das es dann war, ist das Digitalministerium. Es hätte auch andere Überlegungen geben müssen. Das wichtige Gesundheitsministerium, das in der Fläche Bayern eine ganz große Wirkung spielt. Es gab auch noch andere Überlegungen, die es da gegeben hat. Insbesondere das Landwirtschaftsministerium lag, das kann man natürlich verständlicherweise sagen, den Freien Wählern und dem Vorsitzenden extrem am Herzen. Aber für uns war klar, dass wir an der Stelle doch andere Auffassungen haben. Wir konnten uns dann gemeinsam auf das Digitale einigen. Sagt übrigens der Judith Gerlach an der Stelle herzliches Dankeschön. Und merke es hier mal so an, so richtig große Sorgen muss sie sich nicht machen an der Stelle. Das Digitalministerium war das kleinste Ministerium mit dem Europaministerium. Aber ich glaube sicher, der neue Amtsinhaber wird da sicherlich einiges draus machen. Dafür verlieren die Freien Wähler einen Staatssekretär in der Schule, da auch Glückwunsch zur Nominierung von Frau Stolz. Vorschlagen muss ich dann ja im Landtag. Und dafür bekommt die CSU einen Staatssekretär mehr, was uns sehr gut tut.
ehrlicherweise. Denn wir werden den im Finanz- und Heimatministerium ansiedeln, was sehr, sehr wichtig ist, weil da geht es um die Stärke im ländlichen Raum. Und damit verstärken wir uns in der Kommunikation und in der politischen Themensetzung im ländlichen Raum, insbesondere durch das Heimatministerium. Und dann gab es noch am Schluss ein kleiner Punkt. Übrigens beim Digitalministerium der Film, der bislang beim Digital war, der wandert wieder in die Staatskanzlei zurück. Weil für die großen Dramen und die Filme, das macht dann doch die Staatskanzlei. Soweit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Hat er ein bisschen Mathematik angewandt und rumgerechnet, wer es nicht ganz verstanden hat. Also die CSU bekommt einen Staatssekretär mehr jetzt in der neuen Koalition mit den Freien Wählern. Aber die bekommen dafür ein neues Ministerium, nämlich das Digitalministerium. Das geht an die Freien Wähler. Grund, sie hatten deutlichen Stimmenzuwachs bei der bayerischen Landtagswahl. Der bisherige parlamentarische Geschäftsführer im Landtag, Fabian Mehring, der wird dann neuer Digitalminister. Und heute Nachmittag wollen CSU und Freie Wähler den neuen Koalitionsvertrag unterzeichnen. Die Erläuterung haben wir gerade schon gehört. Das Ganze zeigen wir Ihnen dann auch live hier bei Welt.